Hallo Leute, der Sorio hier. Willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ist jetzt Folge 4. Wir sind also noch ganz am Anfang. Und wir sollen zum Banditenlager und Phoebe retten. Aber vorher schauen wir uns einmal noch unser Inventar an. Ich hatte nämlich irgendwas hier. Gab es irgendeine Level 2 Waffe? Also ein Dolch, der deutlich mehr Schaden macht. Ja, den rüsten wir mal aus. Der macht deutlich mehr Schaden, auch wenn er kleiner ist. Ja. Und da rüsten wir den aus. Und wir schauen, können hier mal in Quests reinschauen. Oh, Inventar ist immer noch irgendwas. Genau, Schulden eintreiben. Und alle. Ach, das ist Teil dieser Quest. Okay, ich dachte, das wäre ein extra Quest. Aber das ist Teil der Quest. Vögel sollen wir retten. Inventar habe ich noch irgendwas. Hier unten. Ach ja, das Pferd. Ich kann, habe verschiedene Skins. Okay, ich habe nur einen Skin. Ja, dann muss ich mal gucken, mit welchem Dings ich das rufen kann. Und ich habe ja einen Fähigkeitspunkt bekommen, weil ich bin ja jetzt Level 2. Das heißt, wir müssten einen Punkt haben. Sehe ich das irgendwo? Das sind die Todessprung. Pfeifen. Mit Pfeifen kannst du die Aufmerksamkeit von Gegnern in deiner Nähe erregen, okay? Attentat, genau, das habe ich auch noch nicht geschafft. Okay, mit M kann ich meditieren. Und X gedrückt rufen, das war das. Um das Pferd herbeizurufen. Gut, dann müssen wir gleich, wie wir es machen können. Aber eigentlich müsste ich doch jetzt einen Punkt haben, oder? Fernkampf, Nahkampf. Ich sehe nur nicht, wo ich muss. Ah, da, ein Fertigkeitspunkt. Da das größte, die größte Eins, die sehe ich natürlich nicht. Ja, super. Ja, so, das heißt, ich habe die Krieger. Ich habe. Aufgeladener schwerer Angriff. Okay, ich habe Attentat. Vergiftete Angriffe. Offenbarung. Ich glaube. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Wir haben auch noch Jäger, aber ich habe. Ich habe ja noch gar keinen Bogen. Dump. Okay. Also, ich mache das hier. Also, erwerben. Ich glaube, das ist cool. Ja. Dann kann ich nämlich sehen, was in meiner Gegend ist. Ich kann also hier quasi in diesen. Wie auch immer, Zoom, nee, ich weiß nicht, wie das heißt, machen. Also ja, das Rätsel muss ich auch noch finden. Okay, ich würde sagen, wir rufen jetzt erstmal unser Pferd. Dabei aufsitzen und dann geht's mal hier lang. Was bist du denn? Steigen, reden. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben, die Götter. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Da sind die Götter auch, weißt du. In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh.
Meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. So. Jetzt können wir uns den anderen Quest hier machen. Ist das die Höhle, wo ich vorhin schon drin war? Ja, vermutlich, oder? Banditenanführer töten. Gibt's auch was? So laut. Ganz schön viel Krach. Hier war noch was. Ja. Jede Menge Eisen. Gucken wir nochmal. Was übersehen? Da oben ist doch irgendwas. Durchsuchen. Noch mehr Eisenbrocken. Okay. So. Oh, sorry. Das war falsch. Falsche Taste bekommen. Statt auf die Alt-Taste, auf die Windows-Taste gekommen. Banditenentführer töten und Schatz plündern. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Ja. Wir müssen Geld einsammeln. Ob mir die Götter jetzt ganz unwohl sind. Oh. Nimmt's hier was? Oh, jetzt sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Erkunde den Bereich hinter der Mauer. Na, das machen wir doch mal. Ich muss mich verstecken. Früher hat man ja da, also ich vermute, das ist immer noch genauso, hat man damit auch Gegner gesehen.
Eisenbrocken. Ja. Töte die Banditen in der Höhle. Also ich weiß aus der letzten Folge, dass es noch mehr gibt. Warum kann ich den Vasen aufheben? Das weiß ich noch nicht so genau. Oh. Schnell wieder zurück. Hätte ich den verstecken sollen. Level 2, aber ich bin ja jetzt auch Level 2. Den legen wir mal hier ab. Falls jetzt einer kommt, dann sieht er nämlich nicht, was ich hier gemacht habe. Und das ist... Da oben geht's lang. Da komme ich lang, oder? Ah, siehst du, den da hinten habe ich nicht weggeräumt. Glück, dass wir das noch geschafft haben. So, verstecken wir uns mal hier. Dann nehme ich zumindest eine Chance. Da scheint es nämlich noch zwei Leute zu geben. Hier so richtig, ich sehe. Und auch noch mehr Banditenanführer. Das war noch gar nicht der Anführer, so ein Mist. Aber irgendwann haben die sich beruhigt, dann ist wieder gut. So lange muss man vorsichtig sein. Jetzt ein Pfeil und Bogen, wäre gut. Pfeifen wir mal einmal. Die Chance, nämlich den zu eliminieren. Durchsuchen. So, dann gehen wir wieder hoch. Dann sind die mit Fragezeichen sind die äußerst vorsichtig und dann ist natürlich schwierig. Durchsucht er nämlich sogar das Gebüsch nach mir. Ich bin natürlich hier oben. Hey. Kann ich so ein... Schuss. Genau, da können wir nämlich von oben springen. Und den darüber eliminieren.
So, dann gucken wir uns erstmal hier oben um, was es hier gibt. Schwerer Streitkolben. Nee, aufheben will ich den gar nicht. Drachmen. Hier gibt's noch was. Kann ich suchen. Schatzplündern, das haben wir schon mal gemacht. Ein Söldnergürtel. Da können wir gleich nochmal ins Inventar gucken, was wir da so haben. Ja, wir haben einen schweren Streitkolben. Ja, der macht jetzt aber nicht mehr Schaden als der hier. Deswegen brauchen wir das nicht. Aber Beutel durchsuchen. Okay. Und hier haben wir was? Hier haben wir jetzt Level 2. Das ist mehr Rüstung, als wir haben. Das nehmen wir doch. So, wunderbar. Ziehen wir uns mal was anderes an. War sowieso ein bisschen... Naja, ein bisschen einfach das Gewand, was wir hatten. Jump. Natürlich, Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. So. Banditenarmschiene. Können wir mal gucken, wenn die anlegen können. Nee. Da. Rüstung 5, nehmen wir. So, gut, dann haben wir das gemacht. Könnten wir hier nochmal gucken. Ich glaube, hier vorne war ich, ja. Genau, da bin ich letzte Mal rein und habe mir hier ein bisschen die Zähne an denen ausgebissen. Weil die doch noch ein Level zu hoch für mich waren. Ist hier oben irgendwas? Ja. Jetzt können wir auch die Fackel nutzen, weil jetzt sind ja keine Banditen mehr hier. So. Genau, da waren wir, da waren wir. Selbst wenn es jetzt hier noch, doch da, guck mal, da oben gibt es zum Beispiel noch Eisen. Huch. So hoch wollte ich gar nicht. Ja. Und dann können wir rausgehen und mit dem Typen, oh, Obsidianglas. Nicht nur Eisen. Können wir mit dem Typen reden? Ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir. Dein Gebet wurde erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott, das werde ich. Ja, Manipulation. Ja, wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht. Okay, untersuche das Haus der Raube. Gut. Aber hier haben wir noch ein paar Sachen zu machen. Erstmal müssen wir raus zu dem. So muss ich hier durchkommen. Quetsch dich mal durch, bitte. Und dann sprinten wir hier mal schnell nach draußen und reden mit dem Typen. Und dann nehmen wir unser Pferd und dann gehen wir jetzt endlich Phoebe zu Hilfe. Oder Phoebe zu Hilfe. Das wollten wir ja eigentlich machen. Und dann hat der Typ uns hier total abgelenkt. So, reden. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es.
Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. So. Quest abgeschlossen. Und dann machen wir jetzt noch hier, das da. Sind das Banditenlager eigentlich? Mal auf die Karte gucken. Was ist das in den Fußstapfen der Köpfer? Ja, Schuldenerreibung. Okay, wir gucken mal. So. Genau. So, einmal aufsitzen. Ella. Wo bin ich denn jetzt? Da drüben. Ah, da ist das. Okay. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Vorwärts. So, dann sollten wir hier vielleicht absteigen und nicht mit dem Pferd da reinrennen. Aber jetzt habe ich noch keinen wirklich gesehen. Ah, gibt noch eine Zwischensequenz. Ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Leise, Phöbe. Sehen wir. Hohen Gras wird mich niemand sehen. Ach, den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. So. Gut, das kannten wir jetzt schon. Ducken und Anschleichen und Attentat kannten wir alles schon. Ja. Pfeifen wir. Dann kommt der her. Das hatten wir auch schon. In der Höhle. Okay, der kommt leider nicht. Nee, es kommen nämlich nicht alle an. So, dann dreht er sich wieder weg. Durchsuchen. Und im Übrigen kann man Attentate wunderbar auch von oben an Jump durchführen. Durchsuchen. Spartan, Drachmen, okay. So. Na, das ging doch super schnell und super einfach. Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phöbe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Na super. Was eine Familie. Oh, gibt es einmal Gegenwart? Mal gucken. Warten. Dafür müsstest du schon stärker sein. Ah, nein, Vergangenheit. Hab dich. Von hier so komisch.
Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Okay. Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los. Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt, komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los. Okay, ein Rückblick. Da gibt's bestimmt noch mehr. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Uff. Bleibt mir denn gar nichts erspart. Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Okay. Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Öffne das Söldnermenü. Achso, oh. Ein Söldnermenü. Söldner und Kopfgeldjäger. Okay, Talos machen wir noch nicht. Die ist weiter. Aha. Hä? Achso, fortsetzen. Okay. So, können wir noch mal einmal durchgucken. Hier haben wir noch eine zweite bekommen. Die ist allerdings identisch. Da müssen wir nach Duris, wo man das ist. Alter, dann gucken wir mal auf die Karte. Das ist da. Okay. Vielleicht erkunden wir hier sonst erst noch das, aber schon Stufe 8. Auf jeden Fall können wir uns hier nochmal umschauen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann, also das hier umschauen werde ich wahrscheinlich offen machen, ob es hier noch irgendwas gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!